Hi, willkommen zum diesmonatigen Trick. Und zwar habe ich mir diese Woche überlegt, ihr kennt alle das Problem, wenn wir die Leitungen kürzen, dass wir danach immer noch so ein, zwei kleine Luftbläschen drin haben. Und wie kriege ich das Problem jetzt gelöst, wenn ich zu Hause in der Garage bin? Ganz einfach, meine Freunde, ich zeig's euch. Und zwar nehmt ihr hier diesen Standard-Nachfüllbehälter, ihr schneidet die Spitze einfach oben ab, gerade oder nicht so gerade mit dem Messer, das ist nicht so wichtig. Und jetzt kommt der Trick. Wie immer nehmen wir die Bremse, richten die erstmal waagerecht aus. Das hat den Zweck, dass die Luft besser nach oben steigen kann. Als nächstes nehmen wir hier die Entlüftungsschraube, schrauben die kurz ab. So, und jetzt geht's auch schon los mit dem Trick. Wir schrauben den Deckel einfach ab, nehmen ihn verkehrt rum und schrauben ihn vorsichtig einfach hier rein. Und damit haben wir uns einen Trichter quasi selber gebastelt aus den einfachsten Materialien. Jetzt schütten wir hier einfach noch ein bisschen von der Flüssigkeit rein, ziehen dann am Hebel einfach ein paar Mal und sehen auch schon, dass da die ersten Luftblasen aufsteigen. Um das System wieder zu verschließen, nehmen wir einen handelsüblichen Q-Tip, den wir einfach von oben reindrücken, damit ist unser Trichter auch wieder verschlossen. Jetzt können wir das hier ganz locker rausdrehen und wir sehen, da tropft auch nichts heraus. Wir setzen den verkehrt rum auf den Becher drauf, drehen unseren Q-Tip wieder daraus, einmal kurz klopfen, der ist leer, wir schrauben ihn wieder verkehrt rum drauf und unser Fläschchen ist wieder dicht. So, das war's dann auch schon für die MTB-Fahrer unter euch. Für die Rennradfahrer noch ein kleiner Trick. Für all die hydraulische Bremsen haben, gilt das Gleiche. Ihr nehmt einfach dieses Fläschchen mit dem Adapter, den könnt ihr auch einfach prima da drauf schrauben und dann seid auch ihr schon wieder fertig für die Straße. So, das war's dann auch schon wieder für diese Woche und ich hoffe, ihr seid dabei, wenn ich euch den nächsten VC-Hack zeige.